Willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem zeige ich euch, wie ihr auf eurem Linux-Server bzw. Desktop-Rechner einfach einen Webserver aufsetzen könnt. Dieses Tutorial ist ein bisschen kurz gefasst. Ich erkläre nur wirklich das Nötigste, weil dieses hier einfach ein Grund-Basic-Tutorial sein soll, wie man eben einen Webserver auf Linux-Basis aufsetzen kann und diesen zum Laufen zu bekommen. Weil einige nachfolgenden Tutorials hier auf dem Kanal eben einen laufenden Webserver benötigen und manche davon sogar nur auf Linux-Basis funktionieren. Die Einstellungen und Installation funktioniert eigentlich auch auf einem Windows-Rechner komplett gleich, nur sind dort einige Installationseinstellungen anders zu setzen, aber wenn ihr nicht ganz so doof seid, solltet ihr es auf einem Windows-Rechner eigentlich komplett gleich hinbekommen wie hier auf Linux. Wer dennoch Probleme hat und gerne möchte, dass ich dieses Tutorial auch für Windows mache, einfach mal unten in die Videokommentare dazu setzen und ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Ich werde hier dieses Tutorial folgendermaßen machen. Ich habe hier aktuell ein Linux-System, nicht auf einem Root-Server, allerdings in einer virtuellen Box. Es funktioniert genau gleich und ihr müsst auch nicht wirklich was anders tun wie ich hier. Ich habe hier nur die Desktop-Variante von Ubuntu in der aktuellen Version 14.10. Ihr könnt auch alle Schritte komplett gleich in der normalen Terminal-Edition machen. Also wenn ihr euch mit PuTTY auf euren Server aufschaltet, könnt ihr genau alles gleich machen wie hier und solltet dementsprechend auch nachher genau dasselbe Ergebnis erzielen. Ich habe hier nur die Desktop-Variante genommen, dass es hier fürs Tutorial und so ein bisschen hübscher ausschaut und einige Dinge vielleicht für euch verständlicher sind. Für alle, die die Terminal-Edition natürlich nutzen, ich werde euch alle nötigen Befehle, die ihr benötigt, unten in die Videobeschreibung reinpacken. Ihr müsst dementsprechend nur einige vervollständigen und erweitern, weil dort gibt es eventuelle Änderungen, aber das seht ihr dann hier in diesem Tutorial. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen hier die Installation mit unserem Webserver. Da ich persönlich das Programm sehr mag und die Installation sowie Betriebnahme sehr, sehr einfach ist, nutzen wir hier das Komplettprogramm bzw. All-in-One-Programm XAMPP. Auf Linux nennt sich das Ganze LAMP, also das X wird durch ein L getauscht, nur für die Linux-Version. Auf Windows nennt sich es XAMPP, allerdings suchen wir jetzt hier auch gleich XAMPP. Ich möchte gleich vorweg hier darauf hinweisen, dass XAMPP hier nicht unbedingt als Pflicht genutzt werden muss. Es gibt viele andere Services, die genau dasselbe tun. Nur XAMPP ist ein All-in-One-Paket, was alle benötigten Sachen, was wir in den nächsten Tutorials benötigen, schon dabei hat. Ihr könnt auch die einzelnen Services extra einzeln installieren. Das bleibt jedem wirklich selber überlassen, wie er das dann am Ende machen möchte. Ich erkläre es nur so, ist einfach, finde ich jetzt. Und dementsprechend sind wir alle, wenn ihr das so macht, auf demselben Stand. Und wenn es Probleme gibt, dann kann man etwa genau nachsehen, was ihr falsch gemacht habt. Ich zwinge keinen dazu und jeder findet das Tool mal schlecht, das Tool mal gut. Deshalb nutzt wirklich das, was euch mehr gefällt, euch besser liegt. Also gehen wir auf unsere Suchmaschine des Vertrauens und geben hier einfach mal XAMPP ein. Und dann sollten wir hier auch die Seite von appareference.org finden. Dort klicken wir einmal drauf. Und wählen hier jetzt aus, welche Version wir von XAMPP nutzen möchten. Wir haben hier ein Linux-System, darum nutzen wir hier die Linux-Version. Wenn ihr Windows habt, könnt ihr diese hier auch runterladen. Also klicken wir das mal an, sagen hier einmal auf hier klicken und gehen hier nochmal auf Download. Und dann sollte auch in wenigen Sekunden dieser Download hier kommen. Diesen speichern wir uns ab. Ich habe jetzt das Ganze hier schon mal heruntergeladen, deswegen drücke ich hier abbrechen. Und mache das Ganze hier einmal zu und dann findet sich die Datei hier in meinem Download-Ordner wieder. Hier haben wir sie. Da ich aktuell hier mit der Desktop-Variante arbeite und dort nicht gleich von Anhieb als Root eingeloggt bin, müssen wir jetzt gleich noch ein paar Zusatzbefehle eingeben. Wenn ihr schon als Root auf eurem System angemeldet seid, also heißt auch in der Terminal-Version, dann solltet ihr auch auf jeden Fall Root bleiben. Wenn ihr keinen Root-Account habt, dann guckt, dass ihr einen bekommt, weil XAMPP kann nur als Root installiert werden. Also beginnen wir mit der Installation. Dazu kann ich sie jetzt auf der Desktop-Variante ein bisschen einfach machen. Ich mache hier einen Rechtsklick ein und sage einmal im Terminal öffnen.
Ansonsten geht ihr bei eurem System eben hier eben in euer Download-Verzeichnis. Also wenn das mit wget gemacht habt, dann sollte die Datei auch dort hineingeladen worden sein, wo ihr aktuell euch befindet. Das sehen wir auch gleich, wenn wir hier einmal ls eingeben, finden wir hier die Datei. So, beginnen wir also das Ganze zu installieren. Doch wenn ihr bei euch ins Terminal reinschaut, könnte es der Fall sein, dass diese Datei noch nicht grün ist. Ist jetzt bei mir schon der Fall. Warum müsst ihr die Datei hier grün gefärbt machen? Ja, das sind natürlich Lese- und Schreibrechte, dass wir auch die Datei ausführen können. Sagt auch selbst Apache Fenster, dass man es machen sollte, dass es auch problemlos funktioniert. Daher geben wir dem Teil erstmal Lese- und Schreibrechte, indem wir hier eingeben chmod 755, ein Leerzeichen. Dann kopieren wir hier den Namen des Programms, kopieren und hier einfügen. So gebt ihr das ein und drückt auf Enter. Fertig, und dann sollte das auch dementsprechend so grün sein. Heißt einfach nur, er kann lesen und schreiben. Beziehungsweise nur lesen. Nun führen wir diese Datei aus. Jetzt können wir denn nämlich die Datei auch wirklich ausführen. Vorher geht das nämlich nicht ordnungsgemäß. Dazu kopieren wir wieder den ganzen Kram, falls wir das noch nicht kopiert haben, und geben jetzt Folgendes ein. Da wir hier jetzt noch nicht als Root aktiv sind, muss ich jetzt vor den Befehl ein sudo setzen. Solltet ihr euch direkt als Root eingeloggt haben, müsst ihr diesen Befehl nicht eingeben. Dann ein Leerzeichen, ein Punkt, ein Slash. Ups, hier ist, na, wo haben wir den? Da haben wir den, englische Tastatur, merkwürdig. Gut, ein Slash und dann die Datei und drücken Enter. Ich muss jetzt hier noch das Passwort eingeben, standardgemäß hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schon sollte der Installer aufgehen. Auf der normalen Terminal-Edition solltet ihr jetzt den normalen Installationstext bekommen. Der ist wirklich relativ einfach und sogar auf Deutsch gewesen bei mir. Daher weiß man dann, was man so ein bisschen anwählen muss. Doch eigentlich ist das hier nur kurz eine Installation. Daher sieht das jetzt ein bisschen grafisch hübsch aus. Nachher brauchen wir wieder das Terminal und dann seid ihr auch wieder direkt gut dabei. Also drücken wir hier einmal auf Next, können hier auswählen, was wir installieren möchten. Wir nehmen beides mal, drücken weiter, weiter, können hier nochmal über WordPress und so weiter uns informieren. Das möchten wir jetzt mal nicht. Weiter, weiter. So, jetzt installiert er XAMPP, beziehungsweise er entpackt es eigentlich nur. Eine wirkliche Installation führt er gar nicht aus, denn wenn wir zum Beispiel auf Windows Menü Systemsteuerung schauen, ist XAMPP nicht als Programm installiert, und wenn wir das wieder los haben möchten, müssen wir eigentlich nur den kompletten Ordner löschen, den es jetzt gleich angelegt hat, und dann ist es auch komplett wieder weg. Es legt auch keine Registrierdatenbank-Einträge an, daher müssen wir uns dort auch keine Sorgen machen. Je nach System kann der Prozess hier einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dementsprechend, wenn euer System ein bisschen ausgelastet ist oder langsamer ist, kann dies auch mehrere Minuten dauern. Daher gibt dem Programm seine Zeit. Es könnte auch der Fall sein, dass in der Terminal Edition momentan nichts mehr im Terminal zu sehen ist, also kein Fortschrittsbalken angezeigt wird. Deshalb könnte es durchaus mal der Fall sein, dass das Terminal nicht mehr reagieren könnte. Und dementsprechend meint ihr, das Ding ist jetzt abgespielt, aber lasst es ruhig laufen, es geht wirklich weiter. Nun haben wir hier noch die Möglichkeit, XAMPP gleich zu starten, das wäre ja mal eine super Sache. Drücken wir hier auf Finish, dann tut sich einmal der Firefox auf und einmal dieses hübsche Ding hier. Das sieht jetzt etwas gleich aus wie in der Windows-Variante, nur wir haben hier andere Möglichkeiten. Wir haben hier zum einen Möglichkeiten, in den Ordner zu gehen, wo es hin installiert ist, und wir können die Webseite gleich besuchen, bla bla. Eigentlich alles für unsere Zwecke sinnlos. Wir müssen hier nur gucken, dass bei Manage Servers der Apache Server gestartet ist. Also das ist jetzt der Webserver, der HTTP und so weiter dann erzeugt, und dass der Webserver gestartet ist, also Apache, das ist eben der Service, dass die Webseite an sich funktioniert. Dann brauchen wir einen FTP Server. Und der MySQL-Datenbank-Server ist momentan auch ausgeschaltet. Deshalb müssten wir die jetzt hier einfach mal starten, indem wir hier auf Start klicken. Es wird gestartet, das heißt hier, das Puppelchen färbt sich erst gelb.
und nach einiger Zeit sollte das dann grün werden. Es könnte auch immer länger dauern, das zu starten, wenn umso mehr in der MySQL-Datenbank drin ist. Nur so ein Hinweis von mir mal. Nun müssen wir eigentlich XAMPP noch einrichten. Das ist eigentlich in wenigen Schritten getan. Wir gehen also jetzt mal in den geöffneten Firefox, machen hier mal den Tab zu, den brauchen wir nicht. Das hier unten machen wir auch mal weg. Und dann sagen wir hier einmal, wir hätten gerne die deutsche Sprache. Und gehen hier einmal auf Status. Hier sollten jetzt die oberen Einträge alle aktiviert sein. Wenn wir zum Beispiel MySQL ausschalten und wieder den FTP, dann sehen wir hier auch, sind wieder die paar Sachen deaktiviert. Hier unten die beiden, die PHP-Erweiterungen können deaktiviert bleiben, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr euch gerne dies aktivieren möchtet, könnt ihr hier über die FAQ das Ganze nachlesen und aktivieren. Was wir jetzt auf jeden Fall tun, ist einmal den Sicherheitscheck aufrufen. Hier sehen wir, das ganze Ding ist noch total unsicher, weil wir nirgendwo irgendwelche Passwörter angelegt haben und XAMPP an sich übers Netzwerk erreichbar ist. Es ist auch, wenn ihr XAMPP auf eurem normalen Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht, installiert, ist auch diese Seite hier komplett übers Internet aufrufbar und das ist nicht gut. Steht hier unten auch schon beschrieben, was wir tun sollen. Also zum Schließen dieser Sicherheitslücken einfach als Root den folgenden Befehl ausführen. Den kopieren wir uns jetzt ganz einfach mal. Gehen wieder ins Terminal. Wir sehen hier jetzt, es hat sich hier einiges getan. Das Terminal können wir mal minimieren. Und wir machen uns ein neues Terminal auf. Ist ein bisschen einfacher. Wir geben hier also jetzt einmal wieder sudo ein. Wenn ihr als Root eingeloggt seid, braucht ihr wie gesagt das ganze Ding nicht machen. Dann den Befehl einfügen. Enter drücken. Passwort noch einmal eingeben. Enter drücken. Und jetzt müssen wir mit dem Terminal hier arbeiten. Deshalb mache ich das Ganze ein bisschen größer. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. So, new XAMPP page are not secured by a password. Do you want to set a password? Ja. Passwort, wir nehmen standardgemäß einfach hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr nehmt ein sicheres Passwort. Das betrifft jetzt nur hier die XAMPP-Seite, also das, was wir hier sehen. Drücken Enter. Und das Ganze noch einmal. Enter. Und dann wurde das festgelegt. Passwort protected active. Der Nutzername dafür ist jetzt XAMPP, also das schreibt ihr euch am besten mal irgendwo auf ein Stück Papier auf, nicht unbedingt auf euer System, also irgendwo im PC als TXT-Datei oder so. Nehmt wirklich mal ein Stück Papier. Nutzername XAMPP und dann dementsprechend das Passwort, was ihr angelegt habt. Und jetzt müssen wir die MySQL-Datenbank vom Netzwerk entfernen, also dass wir da nicht überall drauf zugreifen können, ist einfach sicherer. Deswegen können wir hier festlegen, do you want to turn it off? Ja, könnt ihr machen, wenn ihr möchtet. Wir machen das Ganze jetzt mal, ist einfacher. Dazu stoppt er kurz die MySQL-Datenbank und startet sie dann wieder. Dann kommt da, dass eben MySQL bzw. PHP MyAdmin mit dem Nutzernamen PMA kein Passwort hat. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall anlegen, sonst hat unsere Datenbank kein Passwort. Wir nehmen hier beispielsweise wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr nutzt euer sicheres Passwort. Und dann geht es weiter mit dem Root-Account von der MySQL-Datenbank. Der braucht natürlich auch ein Passwort. Geben wir wieder Ja ein. Da zeigt uns an, dass wir das auch auf keinen Fall vergessen sollten, weil wir können es nicht zurücksetzen. Deshalb schreibt ihr euch das lieber mal irgendwo auf. Standardgemäß nutze ich hier jetzt einfach auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Server geht ja nirgendwo online, von dem her ist das ja egal. Nur wenn ihr euren Server online tut, solltet ihr auf jeden Fall ein sicheres Passwort nutzen. Nun kommen wir zum FTP-Server. Das Passwort für den FTP ist standardgemäß Daemon und der Nutzername XAMPP. Möchten wir dies ändern? Ja, natürlich möchten wir das ändern. Und geben als neues Passwort wieder unser sicheres Passwort an. Das Ganze noch einmal. So. Und alles ist erledigt. So, das war's auch schon mit der Installation von XAMPP. Wir sehen das Ganze hier auch. Wir sind wieder im normalen Home-Verzeichnis und der XAMPP-Installer ist jetzt abgeschlossen. Können wir das Terminal also wieder schließen. Wenn wir jetzt wieder den Sicherheitscheck aufrufen, sehen wir hier alles sicher. Wunderbar.
Wir können nun auch noch die Dokumentation von XAMPP und den Erweiterungen ansehen. Wir haben hier noch ein paar Komponenten aufgelistet. Applications hätten wir auch noch. Und hier haben wir noch einige Demo-Sachen. Was uns noch interessiert, ist hier dann der phpMyAdmin. Das ist also hier der Login. Wir können das Ganze testen. Root als Benutzername, dann unser Passwort, Enter und schon sind wir drin. Wir sehen hier unten auch, der phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher ist nicht vollständig konfiguriert. Einige weitere Funktionen wurden deaktiviert. Klicken Sie hier, um herauszufinden, warum. Also wenn er das noch fertig machen möchte, könnte das hier mal durchlesen und dementsprechend eure MySQL-Datenbank so anpassen, wie ihr möchtet. Nun möchtet ihr natürlich auch noch wissen, wohin werden Webseiten gespeichert. Denn das werden wir auch in Zukunft benötigen. XAMPP hat sich standardgemäß einmal hier auf Rechner installiert, also Home-Verzeichnis auf unser System und dann in den Ordner UBT. Gehen wir rein, sehen wir hier den Ordner LAMP. Gehen wir hier rein, haben wir hier die komplette Installation von XAMPP. Also wenn wir XAMPP löschen möchten, könnten wir hier sagen, diesen kompletten Ordner einmal löschen und XAMPP ist komplett weg. Die Webseitendaten werden jetzt immer in den htdocs-Ordner reingelegt. Wenn wir dort hineinsehen, sehen wir hier auch schon die index.php. Diese haben wir gerade eben mit localhost aufgerufen. Wir können das Ganze auch nochmal nachsehen. Wir gehen hier in Firefox, geben hier einfach ein localhost bzw. hier eure Domain, drücken auf Enter und dann landen wir hier in der index.php, ist eben die Weiterleitung in den Ordner XAMPP inbegriffen. Deswegen werden wir hier rein verleitet. Wenn wir nun in den folgenden Tutorials eben mit Webseitendaten arbeiten, müssen wir diese immer hier hinein verschieben. Dementsprechend funktionieren diese Sachen auch. Wenn ihr versucht, die Webseite in einen anderen Ordner hier reinzuziehen, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und die Webseite wird dementsprechend falsch oder überhaupt gar nicht aufgerufen. Deshalb Webseitendaten ab sofort hier hinein. Das war es eigentlich schon, was ich euch hier zeigen möchte. Dementsprechend ist das Tutorial nun beendet. Wenn noch irgendwelche Fragen da sind, dann könnt ihr gerne euch per Videokommentare darüber melden. Ich möchte allerdings nur dazu sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt der Superprofi in Linux und so weiter bin. Deshalb kann ich nur bedingt helfen. Es wäre natürlich auch durchaus freundlich, wenn einige Nutzer, die sich damit auch auskennen, eventuell den anderen, die Fragen haben, zur Verfügung stehen und einige Fragen vielleicht schon mal klären. Da muss ich nicht ganz so viel machen. Sollten Probleme mit dem Programm auftreten, wendet euch am besten ins Forum von ApareFriends. Dort bekommt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Hilfe und dort wird auch besser geholfen, als ich das kann. Und dementsprechend findet ihr dort auch bessere Lösungen und euer Problem wird schneller gelöst. Wenn euch das Tutorial geholfen hat, dann drückt das Däumchen nach oben, hinterlasst ein Abo, dann verpasst ihr die nachfolgenden Tutorials auch nicht. Und empfehlt natürlich diesen kleinen Kanal an eure Freunde weiter. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und viel Spaß beim Betreiben eures kleinen Webservers. Bis dahin, haut rein!